Also ist schon... schon recht groß noch hier. Was ist das denn? Ne, ne, ne. Bleibt mal schön weg. Ah, eine Truhe. Und wieder irgendwelche Spinnengegner. Ah, Waffenständer. Ach, kommt schon, Spinnen. Das soll doch sein. Also es wundert mich, dass hier noch so viel Level ist in dem Archiv. So, machen wir den Aufblatt. Nur noch Gold. Noch eine Truhe. Ah, da kommen immer wieder diese komischen Spinnenwächter. Aber die machen zwar Feuer. Ey, ich helfe dir, Zauberin, helf dir sofort, komm. So, erledigt. So. Wieder ein paar. Ah, da haben wir noch Geisteskraft. Ach, alter Foliant. Ist einfach nur generell Sachen, die man ich kaputt machen kann. Allen Menschen dazu verhelfen können, Nephalem zu werden und ein goldenes Zeitalter einzuleiten. Aber meine Horadrim-Brüder konnten die wahre Bestimmung der Menschheit nicht akzeptieren. So. Einmal. Und hier ist ein Buch. Wir werden die Schattenschlösser mit Fiolen seines Blutes versiegeln. Und wir werden das Blut in der Wüste verstecken. Unter ewiger Bewachung. Ich kann nur hoffen, dass die Welt Kults nicht genug Geisteskraft vergisst und dass sein Blut unangetastet unter den wehenden Sanden vergraben bleibt. Ja, ist nicht so ganz geworden. Hätte es einfach verschütten sollen, das Blut. Meine Schritte werden ausgreifender. Ah, eine neue Stufe. Und eine Truhe. Ich überlege gerade, ob ich jetzt da hinten nochmal komplett zurückgehen soll und gucken soll, ob ich nicht da, weil das scheint ja ein Dungeon gewesen zu sein, wo wir da runtergehen konnten. Also hätte ich nicht gedacht, das wäre der normale Weg, aber den normalen Weg haben wir ja schon beschritten. Oh, noch ein bisschen Gold. Hier kommen wir halt wieder raus. Aber letztendlich, da kommen wir mal die auch noch kaputt. In der Hoffnung, dass wir noch mehr Gold bekommen. Gucken wir mal hier noch eben alles abgreifen. So. Aber es schien ja wirklich noch ein Dungeon gewesen zu sein. Ne, da ist nichts mehr. Doch, ein paar Gegner. Hey! Sich hier im Boden versteckt. So, hier unten noch irgendwie was? Ja, nur Gegner. Aber gibt es wieder Items. Also ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal kurz da drüben hin. Auch wenn das jetzt ein bisschen Lauferei natürlich ist. Aber das schien mir ja ein Dungeon zu sein. Weil da war so ein im Tor. Und dann können wir ja immer noch wieder hier hin zurücklaufen. Oh, schön hier mit der Rolle. Zack, 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 zack. Gibt es hier noch irgendwie was? Nee. Nur ein paar Urnen, die leer sind. Ah, hier ist noch ein Waffenständer. Zack, so ein paar Gegner. Also hier ist schon noch einiges, was man erforschen kann. Hey, Gold. Hier unten sind nämlich auch noch nicht gewesen. Uiuiui, hier sind ja... Ah, hier wieder weggestoßen worden. Was ist denn los hier? Zack. Und wieder Roundhouse Kick. Hat aber nicht gereicht. Los. Erledigt. Gold, 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 Gold. Ja, aber leider kein
kein Buch mehr von den Jägern oder so. Aber machen wir das auch noch eben hier, wenn wir schon mal da sind. Ja, ich gibt's hier auch noch was zu holen. Na? Ah ja, hier ist zumindest ein großer gelber Gegner, der ein bisschen was gibt. Wenn er den nicht abhaut, Feigling. Na, die sind aber auch hartnäckig, die kleinen Weißen hier. Jetzt bin ich eingefroren, kann doch nicht sein. Da fliege ich die ganze Zeit durch die Gegend. Aber mein Leben sieht so was von unbeeindruckt aus. Okay, hier ist sonst nichts mehr. War halt nur der Dicke. Oh, das ist auch noch Gold. Dürfen wir nicht liegen. Nochmal ein Waffenständer. Gut. Da war gar nicht die Brücke. Hier ist die Brücke. Aber schon komisch, ne? So eine Lichtwirbelbrücke hier. So, jetzt müssen wir hier den ganzen Weg zurückgehen und dann gleich irgendwo oben rechts hin. Da ist der. Das ist das, was ich meine. Muss man doch irgendwie hinkommen. Ja, das ist doch... Oder? Ach nee, das ist nur... Ach so. Ich dachte echt, das wäre so wie so ein Dungeon. Na gut. Dann halt nicht. Aber zumindest habe ich Gewissheit, dass ich ja nicht ein Dungeon im Dungeon übersehen oder halt nicht gemacht habe. Go, komm schnell, Zauberin, wo bleibst du da stehen? Wolltest du hier bleiben? Würde ich an deiner Stelle nicht machen. Und was ist das denn? Ups, tut mir leid, Sultan. Dein Archiv. Aber das habe ich ja wahrscheinlich auch, egal mittlerweile, ne? Was hier passiert mit deiner Sammlung und so. Weil so viel Mühe, wie er sich hier gegeben hat, wird es ihm vielleicht dann doch nicht. So ganz egal. Na gut, dann wollen wir noch eben das andere Blut in der Dingen da rein. Der Terminus. Doch, Lea hat nichts zu erzählen, dass wir hier ein Blut schon mal aktiviert haben. Okay, hier vielleicht irgendwo noch auch ein Buch. Bücher, ich will Bücher. Nix. Da haben wir zumindest noch ein paar Gegner. Der Sturm bricht los. So. Hier runter. Der hinten könnte auch wieder meinen, da wäre ein Dungeon. Aber es ist einfach nur ein Schmelzofen oder so. Keine Ahnung. Hey. Ich höre auf, hier die ganze Zeit Gegner zu beschwören. Ah, da haben wir wieder Geisteskraft. Können wir noch eben hier das Ding dann nehmen. Achso, erlittener Schaden reduziert. Ja, das brauchen wir nicht unbedingt. Aber nehmen wir natürlich gerne mit. Doch, Geisteskraft. Ganz voll haben wir sie nicht. Oh, Schatzgoblins. Ja, kommt her. Zack. Warte, Goblin. Los, mach ihn platt hier. So, Nummer 1. Und Nummer 2 machen wir auch platt. Schön in die Ecke getrieben hier. Bäm. Erledigt. Alles meins. Alles meins. Aber wir haben ja diesmal keinen legendären Gegenstand, ne? So. Hier mehr Gold. Nee. Ich glaube nicht. Aber Gold haben wir jede Menge bekommen. Aber bisher haben wir echt Glück, dass ich Schatzgoblins jedes Mal auch erwischt habe. Achso, hier ist eine Sackgasse. Das war einzeln allein für die Schatzgoblins. Ja, dafür gehen wir aber gerne hier hin. Ja, da ist noch eine alte Urne. Und ist da eine Truhe oder was hat da gerade so weiß beleuchtet? Hier ist nix. Bäm. Du Gerippe.
Jetzt aber Ruhe hier. Ja, eine Truhe. Ja, kommt so wie ruhig wieder hierher. Kennen wir ja schon. So. Und da. Also die scheinen auch immer zu zweit zu kommen, die Schatzgoblins, ne? Also da haben wir, glaube ich, jetzt noch nicht einmal gehabt, dass der einzeln gekommen ist. Aber ich meine, in Diablo 2 gab es, wenn du Glück hattest, immer nur einen. Sind sowieso schon eigentlich relativ viele, die wir bisher gesehen haben, so insgesamt in diesem Let's Play. Sonst hatte ich dann noch nie so viele gehabt. Oder noch ein Stückischer oder Stückischer, wie sich die Dinger nennen. So, ganze Gold. Oh, dann noch eine Waffe. Und noch eine Truhe. Können wir die Spinnentypen kommen? Zack. Wie die verschwinden, dann wackeln die so. Voll noch am Zucken. Tja. Das ist halt Deutschlands Cool-Magie. Was soll ich dazu sagen? So, da haben wir noch welche. Bäm, 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 bäm. Erledigt. Haben wir's. 35 erwischt. Jo. Ah, da ist was Interessantes. Sieht aus, als würden wir hier Gegner bekämpfen müssen. Für die Truhe. Verfluchte Truhe. Ja, kein Problem. Was soll ich verflucht sein? Kriegen wir hier alle platt, die Gegner. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Das ist verschlossen. Ja, verschlossen. Deswegen kämpfen wir ja gerade da. Damit wir das aufkriegen hier. Oh ja, kommen aber ordentlich Gegner raus. Wenn wir hier die Geisteskraft einsammeln. Wenn ich hier wieder Rauntos. Ich habe gerade eben eingesammelt. Da ist wieder welche. Ja, alle sind nicht besiegt. Also, ein paar haben wir hier noch. Na, habe immer noch nicht genug Geisteskraft, ne? Jetzt aber. Bim, erledigt. Ja, es gibt sogar zwei Truhen. Ja, Mann. Zack. Und hier noch eine. So, ein bisschen gelb, ein bisschen blau. Dafür kämpfen wir doch gerne, ja. Für so ein paar Items. Und Gold. Oh, da haben wir einen, so ein Spinnen-vierbeiniges Dingen in gelb. Ey, hört auf, mich in die Luft zu schleudern. So. Wieder eine Stufe erreicht. 32. Ich brauche Geisteskraft. Da hast du Geisteskraft. Auf zu heulen. Ne, okay, hier ist nichts. Habe ich nichts übersehen. Gehen wir hier rüber. Nö, gehen wir erstmal nach hier, weil hier sind Gegner. Ich kann nicht mehr tragen. Schon wieder voll. Na gut, kommen wir die eben platt und dann beamen wir uns mal eben zum Dorf. So. Erledigt. Ich kehre in die Stadt zurück. Jo, einmal zurückbeamen bitte. Flups. Hey, verehrter Herr. Ich habe ein paar neue Waren. Nee, ich will nur erstmal verwerten. Ja, komm schon. Aber ich habe auch so wenig Geld jetzt. Nur noch 11.000. Zack. Den verwerten kostet nichts. Okay. Haben wir alles verwertet. Wofür habe ich jetzt so wenig Geld noch? Also wahrscheinlich, weil wir beim Juwelieren da die Sachen gemacht haben, ne? Ich habe nicht die Mittel. Ach, verdammt. Ich habe gekauft statt verkauft. Oh Mann. So denn sowas. Also werde ich mein Geld auch los. Weil du kriegst ja das Geld nicht so wieder. Oh.
Das ist ärgerlich. Oh, wir sollten vielleicht mal gucken, was wir hier haben. Wo wir das alles verkaufen. Das sollten wir auch gucken. Das können wir verkaufen. Nein. Ich gebe jetzt nicht mein legendäres Item hier ab. Den Sockel da. Sollten wir gucken, dass wir den vorher rausnehmen. Okay. Dann gehen wir mal zu dem Juwelier. Entfernen. Aus der Brust. Bei den anderen lassen wir den drin. Oder? Ja. Schon sagen. Ausbilden können wir hier wieder. Allerdings haben wir nicht gerade viel Geld. Und wir brauchen Materialien dafür. Kombinieren. Kostet kombinieren denn wirklich Geld? Ja, da steht's dran. 2500. Und desto größer die sind, desto mehr kostet das, was das kombinieren. Heftig, ey. Tja, also, ja, schön verkaufen. Also natürlich echt recht blöd, wenn ich dann so einen guten Sockel verticke. So, ich wollte nach den Ringen gucken. Was haben wir denn hier? Für Ringe. Vitalität reduziert die Ablenkzeit. Nö. Hä? So. Nee. Nee. Irgendwie nicht. Ja, den können wir mal nehmen. Und dann sie, also die Begleiterin, können wir auch ein bisschen Ring geben. So. Das ist von guter Qualität. Nein, nicht kaufen. Verkaufen. Und dann noch die Ringe hier. Ah, die Halskette wollte ich anlegen. Die hat ja auch vor allem einen Sockel. Mehr Geschicklichkeit. Also mehr Geschicklichkeit, ja, gar keine Geschicklichkeit. Sockelchancentreffer Prozent. Okay. Dann hauen wir da eben noch den roten Sockel rein, würde ich sagen. Da steht auch dran, was, was wo bringt. Mehr Stärke. 30 Stärke. Zack. Verkaufen. Und zwar hier. Gut. Können wir wieder zurück. So, voll geheilt. Habe ich gerade noch so Zahlen da gesehen, die uns gezeigt haben, von wegen, dass wir geheilt wurden oder so. So, kann man auch das hier mitnehmen. Ich muss echt aufpassen, dass ich nicht immer ganz weit auf Kaufen klicke, anstatt Verkaufen. Das ist echt kacke. Es ist irgendwie teuer, hier so Abenteurer zu sein. Wenn ich dann teuer irgendwelche Waffen kaufe, die ich nicht gebrauchen kann, ist das halt doof. Hä? Das Ding hier platt. Na, das Ding hier, bevor noch mehr rauskommen. Sehr gut. Ja, hier haben wir noch einen Folianten-Dingen. Bäm. Naja, deren Schwächen ist einfach generell alles. Die sind einfach zu schwach. So, dann nehmen wir hier noch die Geisteskraft. Das Item da. Und hier haben wir wieder Gold. Brauchst du viel mehr. Allein um meine ganzen Sockel immer zu verbessern. Und dann halt auch mal andere Ausrüstungen
Wir sind uns alle einig, dass das Ende aller Zeiten gekommen